Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Waselmap. Was mir gerade eingefallen ist, wo ich die Aufnahme starten wollte. Was haben wir eigentlich letztes Mal angebaut? In der Sämaschine ist noch Soja eingestellt. Deshalb denke ich mal, wir haben auch Soja, genau, wir haben nochmal Soja gepflanzt. Habe ich letztes Mal gar nicht, überhaupt nicht beachtet. Ist eigentlich nicht so gut. Und wir werden jetzt noch... Achso, ja. Stimmt ja. Ich habe eingestellt, dass wir den Motor starten müssen. Ich werde jetzt nochmal zum Shop fahren und mal den Düngestreuer gegen die Amazon-Spritze austauschen. Dadurch geht uns natürlich der Dünger, der hier drin ist, verloren. Aber naja, was soll's. Weil wir haben ja letztes Mal unser neues System getestet. Heißt, die düngen und säen gleichzeitig. Und das kriegen wir mit der Amazon-Spritze perfekt hin, weil die auch eben 15 breit ist, genauso wie die Amazon-Condor. Oh, der fährt so schnell. Warum blinkt der hier? Es geht geradeaus. Ja, finde ich gut, dass du links fährst. Ich müsste eigentlich eine amerikanische Map spielen mit breiteren Straßen. Da, jetzt kommt wahrscheinlich der Regen. Das ist aber völlig in Ordnung, weil abgeerntet haben wir ja schon. Also interessiert uns der Regen nicht mehr. Ein 26, nee, da wird nicht getankt. Ein 26, ey, viel zu teuer. Für 1,9 oder so haben wir das Zeug gekauft gehabt. Nein. Hallo, die Sämaschine will ich verkaufen. Warum steht er immer noch auf dem Trigger? Oh, der sieht aus. Der ist so dreckig, das gibt's gar nicht. Was los hier? Jetzt. 24.500 ungefähr. Und dann holen wir uns Spritze Amazon. Ich meine, so viel fasst die halt nicht. Ich hoffe mal, dass uns das nicht zum Nachteil wird. Aber... Naja, immerhin, Moment. Diese Richtung. Oh, ich habe den Motor laufen lassen. Muss ich mich erst wieder dran gewöhnen, dass ich ja den Motor abstellen sollte. Falsche Richtung. So, ein bisschen schwierig. Nein! Halt! Oh, ah.
Aufklappen wollte ich dir auf keinen Fall. Dum, 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 dum. So, einmal rechts reingefahren, Telefonat. Musste sein. Ja. Auch wenn ich frei habe. Habe ich nicht frei. So ist es in meinem Beruf. Immer erreichbar sein. Aber mal ein gutes Telefon. Dafür lohnt es sich dann auch mal kurz eine Aufnahme zu unterbrechen. Oh, schön, dass es regnet, fällt mir gerade ein. Müssen wir nämlich unsere Fahrzeuge nicht waschen. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Ich muss ja die Spritze erst noch auffüllen. Das heißt, wir müssen zum Hof. Da hätte ich eigentlich anders fahren sollen. Können wir eigentlich hier schon abbiegen? Ich probiere nicht unbedingt durch die Pfützen zu fahren. Oh, scheiße, habe ich dem das Feld kaputt gemacht. Das wird so langsam. Guckt euch das mal an. Und vor allem, wie sehr der einsinkt. Bis auf 11 km/h runter. Und eigentlich probiere ich gerade den Traktor sauber zu bekommen durch den Regen, aber irgendwie wird er nur noch schmutziger. Was ja auch wiederum realistischer ist. Warum fährt er hier nicht so richtig schnell? Der fährt nur 40, warum? Richtige Station gefunden zum Auffüllen. Flüssigdünger haben wir, glaube ich, gar nicht mal. Noch 7000. Der ist nicht so viel. Wird aber noch ein bisschen reichen. Gut ist auf jeden Fall, dass wir jetzt im Moment eigentlich unser vollständiges Equipment haben. Und wir damit auch alles erreichen können, was wir wollen. Ich glaube, ich muss die Amazone hinten mal bald auffüllen. Aber das machen wir nicht jetzt. Jetzt muss ich erstmal gucken, was wir noch tun können. Was sagt denn der Wollpreis? Ah, der ist auch so. Doch, wir haben so einen Anhänger.
Ich bin immer noch stolz auf uns. Wir haben keinen Kredit. So, jetzt muss ich nochmal ins Telefon. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich die Aufnahme voll durchbringe. Ich wollte was jetzt tun? Ich weiß es nicht mehr. Dann wir gucken mal bei den Schafen vorbei. Die haben schon wieder mächtig Unordnung gemacht. Ach so. Moment. Motor aus. Daran muss ich mich erst wieder gewöhnen. Wir brauchen hier noch was. Aber ich weiß gar nicht, wie ich das transportieren soll. Weil wir haben keine Ballengabel. Hallo, ich habe doch gerade erst sauber gemacht. Pupsen die da schon wieder hin? Oh ja. Motor aus. Motor an. Ups. Vorwärts. Dann gucken wir gerade mal, ob wir hier noch Wasser brauchen. Aber ich glaube, die brauchen auch kein Wasser. Die Schafe sind so genügsam. Nee, ist voll. Dann können wir das eigentlich uns sparen. Was wir tun können, ist noch ein bisschen Heu machen. Ah, warte, doch, wir können noch ein bisschen was anderes machen. Heu haben wir im Moment noch. Hat jetzt eigentlich nicht so eine Priorität. Wir können uns noch ein bisschen, was ich gerade gesehen habe, um die Felder kümmern. Ne, das will nichts. Ah, das hier müssen wir. Auch hier zählt der Motor an. Alles ein bisschen mehr Realismus. Gucken wir mal, ob das 24 Meter sind. Ja, passt. So, ein bisschen zusätzlich Geld verdienen, das kann nicht schaden. Wir müssen immer wieder Dünger, Saatgut kaufen. Und Schafe brauchen wir natürlich auch noch mehr. Weil die Schafe produzieren eigentlich einen super Ertrag mit der Wolle, ohne dass man viel dafür tun muss. Das will ich mir nicht entgehen lassen.
glaube, wir müssen wirklich nur dreimal hier drüber fahren. Deshalb ist es gut, wenn man die Ränder macht. Dann kann man in der Mitte einfach ansetzen und ist dann fertig. Dann sieht man wirklich, wie viel man noch fahren muss. Links oben kann man zwar, rechts oben kann man zwar auch gucken, so ein Drittel. Oder nach Vierteln gehen, um zu schauen, wie oft man über ein Feld fahren muss. Aber bei einem Drittel ist es halt nochmal ein bisschen genauer. Ich meine, viel Geld wird man hierfür jetzt nicht kriegen. Aber auch Kleinvieh macht Mist. So. Boah, 3.500 fast. Ja, ziemlich genau sogar. So, und dann haben wir dieses Feld hier. Das müssen wir bestimmt auch düngen. Ja, dann nehmen wir die Feldspritze. Und hier ist eben das, was ich in der letzten, vorletzten Folge angemerkt habe. Diese Spritze, die hat eigentlich, sage ich jetzt mal, eine Pflegebereifung drauf. Zerstört somit nicht das Feld. Im Gegensatz zu dem einen großen Anhänger. Und die ist halt auch schon mega geil. Mit ihrer Riesenspannweite. Da fährst du selbst auf große Felder nur zwei, dreimal drüber. So gefühlt zumindest. Ein Gewicht braucht man nicht bei jedem Fahrzeug. Deshalb habe ich auch hier drauf verzichtet. Es braucht am Anfang nur Zeit, die du am Ende aber bezahlt kriegst. Deshalb lasse ich das manchmal ganz gerne weg. Die Zeit kann man sich sparen. Und hier geht es dann auch ruckzuck. Natürlich, je kleiner die Maschinen sind, desto mehr Geld kriegt man bei der Feldmission, weil man eben mehr Zeit aufwendet. Aber ich finde es trotz allem viel praktischer oder viel angenehmer, wenn man schnell fertig ist mit einer Feldbearbeitung. Deshalb, je größer die Maschine, desto angenehmer. So, was ich auch gesehen habe, ist, dass der zweite Wollebehälter eigentlich bald voll ist. Das heißt, wir müssen auch gleich die Balle Wollpaletten mal umlagern in unseren schönen Unterstand. Das Wollelager. Haben wir ja nicht umsonst gebaut. Boah, das war knapp.
Ich hätte gern schon das ganze Feld gedüngt. Weil vielleicht ist es ja schon sobald die Felder erntereif sind, soweit, dass ich die ernten kann. Also, dass ich die kaufe und dann selber ernten kann. Das wäre optimal. Machen wir natürlich wieder Gewinn dabei. Und auf Gewinn kommt es in der Landwirtschaft eben an. Oh, auch knapp. Ja, so. Gibt, glaube ich, einen guten Zeitbonus. Schön auch, dass ich ein paar Bäume hier entfernen konnte. Das macht es jetzt dann einfacher bei der Feldbearbeitung. Wir werden vor dem Baum fertig. Brauchen wir uns keine Sorgen machen. Und wir kriegen... Ja, 3400. 4400. Aber das bisschen Geld, das macht schon was aus. Jetzt wollte ich gerade mal gucken, was wir hier überhaupt angebaut haben. Gerste und Soja. Das passt doch zu meinem... zu meinem Beuteschema. Hier, so, Palette ist sogar schon voll. Jetzt kommt gerade die Meldung. Eine Wollpalette voll. Hm. Oh, der ist so wendig. Ich weiß nicht, ob er die andere Palette jetzt weiterfüllt oder nicht. Aber wir werden jetzt erstmal die hier auf die Seite packen, wenn wir es hinkriegen. Und ich bin dann gespannt, ob er eine neue hinstellt. Oder ob er die alte füllt. Gut, die... Also 6000... ne, warte mal. Eine Palette hat wie viel Kapazität? Eine Palette hat, glaube ich, 4000, oder? So, Fakt ist, die Schafe sind versorgt. Noch eine ganze Weile. Wir könnten demnächst nochmal welche neu kaufen. Aber heute nicht mehr, denn heute sind wir schon am Ende der Folge angelangt. War ein bisschen chaotisch mit den vielen Cuts zwischendrin. Waren wir eigentlich bloß zwei, aber trotzdem. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.